Hallo ihr Lieben, ich bin wieder mal in der Küche. Ich möchte euch heute meinen Kurkuma-Shake, also mit euch meinen Kurkuma-Shake machen. Im Winter trinke ich den ein bisschen anders als im Sommer, aber wir haben ja jetzt noch Winter. Ich brauche dazu Hafermilch, Dattelsüße, Pfeffer, frischen Ingwer, etwas Kokosöl, Zimt, Kurkuma-Pulver oder die Knolle. Die ist etwas schwieriger zu handeln, weil wenn man sie schält, man müsste das mit Handschuhen machen und man sollte sie auch nicht im rohen Zustand unbedingt verzehren. Es bietet sich da an, das zu kochen, also sich eine Kurkuma-Paste zu kochen. Aber das ist mir alles zu aufwendig und die Zeit haben wir oft nicht. Ich mache jetzt einfach einen frischen Shake. Dazu benutze ich, also logisch, einen Standmixer. Dann habe ich hier 300 ml Hafermilch. So, ich schmeiße jetzt einfach alles hier rein. Frischen Ingwer, den habe ich durch eine Knoblauchpresse schon gejagt. Ach, ich mag es scharf. Im Gegensatz von scharfen Ingwer ist die Kurkuma-Knolle mild würzig. Also ich nehme jetzt ungefähr nach Schnauze so einen Teelöffel, sollte nicht quatschen, Esslöffel. Ich schmeiße das jetzt einfach nach Schnauze hier rein. Ihr seht, es wird schon gelb. So, dann einen halben Teelöffel Zimt, den nehme ich ganz mit Messerspitze. Kokosöl. Dann, was habe ich denn noch? Etwas Pfeffer. Und um dem Ganzen so eine schöne, milde Süße, eine gesunde Süße zu verleihen, habe ich hier Dattelsirup, also Dattelsüße. Ihr könnt auch Ahornsirup oder Agavendicksaft nehmen, was ihr so da habt. Also, Kurkuma ist jetzt wirklich, das Gewürz Kurkuma ist, also hat einen kometenhaften Aufstieg am Gewürzhimmel erlebt. Also nicht nur in der ayurvedischen Medizin, so richtig tolle Cafés bieten auch Kurkuma-Shakes an. Ist ein Eat-Getränk gewesen, schon vor 2 Jahren. So, jetzt wird es ein bisschen laut. Habe ich jetzt alles drin? Ich habe Zimt drin, ich habe Kokosöl drin, Dattelsüße, Kurkuma, ja, ich habe alles drin. So, jetzt wird es laut. Also die Inhaltsstoffe des Kurkumas, diese ätherischen Öle, sollen also Entzündungen im Körper lindern, hilft bei Verdauungsproblemen, soll sogar die Zähne weiß machen. Das habe ich jetzt noch nicht feststellen können, aber es wird ja viel erzählt. So. Man kann natürlich auch die ganze Sache, wenn ihr jetzt Zeit habt, aufkochen, dann verteilt sich das Öl noch besser. Ich stelle es nämlich hier gerade fest, dass es ein bisschen ölig noch ist. Oder man kann natürlich auch das Kokosöl vorher erhitzen. Ich koche jetzt mal. Also ich muss jetzt sagen, manchmal gelingen ja Dinge so nicht. Ne? Das ist ja hier live. Also ich würde, es hat sich schon verteilt. Ich würde das Öl vorher erhitzen. Es ist jetzt nicht klumpig, aber ein bisschen sämig ist es schon. Aber es ist ja gesund. Manche nehmen ja auch so einen Teelöffel oder einen Esslöffel Kokosöl zu sich. Das soll ja auch gut für die Zähne sein. Also viele gute Nebenwirkungen haben diese ganzen Gewürze und die miteinander vermischt, geben einen herrlichen Shake. Ich habe jetzt das ganze Teil irgendwie gerettet, weil ich festgestellt habe, dass das mit dem Kokosöl doch so ein bisschen sämig, klumpig war. Habe ich jetzt nochmal das mit Eiswürfeln probiert und habe noch ein paar Eiswürfel dazugegeben. Und nun ist die Konsistenz besser. Also ich glaube, ich habe das sonst immer mit einer Paste gemacht, aber ich hatte jetzt keine Paste da und wollte euch das einfach mal gerne zeigen. Es ist ein sehr gesunder Drink. Man muss es natürlich mögen. Aber die Dattelsüße und der Zimt, die wuppen es irgendwie. Und auch dieser Ingwer-Geschmack. Und die Hafermilch ist eine tolle Kombination. Und man hat was Gesundes getrunken. Jetzt nicht irgendwie nur eine Kakaomilch oder so, ja. Ist alles ein bisschen Arbeit, ich weiß. Und eine Sauerei, das Saubermachen wieder. Da scheuen wir uns ja oft vor. Aber wenn wir was für unsere Gesundheit tun können, sollten wir das doch einfach machen, uns zu lieben. Wir sollen ja gut zu uns sein. Ich sag ja immer, ne? Sehr gut zu euch. Also mit so ein paar Eiswürfeln kann man es doch ganz gut gucken. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, aber das ist eben live aus der Küche, ein Live-Vlog. Manchmal klappt es, manchmal ist es alles ein bisschen komisch oder denkt, oh Gott, wieso ist denn das so klumpig? Hat man natürlich nicht vorhergesehen, ne? Nix ist perfekt und das ist ja auch das Sympathische an uns, am Leben,
Und wenn man auch Schwächen zugeben kann oder sagt, oh, das ist jetzt nicht so toll geworden. Aber ich sag euch, das schmeckt fantastisch. Aber ich habe das mit den Eiswürfeln. Und leider war die Kamera aus, als ich die Eiswürfel hier reingeschmissen habe. Aber ich schreibe das gerne alles nochmal in die Infobox für euch zum Nachmachen. Ist ja nun wurscht, wie das Ding entstanden ist. Hauptsache, es schmeckt. Mit Zimt, ich wiederhole mich, und Kokosöl und Pfeffer. Ihr könnt auch noch ein bisschen Chili reinmachen. Das grubbelt immer so richtig alles an. Oder als Paste. Man kann, wie gesagt, auch eine Kurkuma-Paste machen. Macht sich ganz günstig mit der Wurzel oder auch mit dem Pulver. Das muss dann gekocht werden, eingeköchelt werden. Und das kann man dann im Glas so ein paar Tage im Kühlschrank aufbewahren. Und dann, ihr Lieben, ich hoffe, es war okay für euch. Ich mache sowieso jetzt so eine etwas andere Form der Videos. Ne? Also einfach so live aus dem Leben, wie das Leben eben so ist, mit allen Pech, wie heißt es, Pleiten, Pech und Pannen, wie sowas, genau. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und seid besonders gut zu euch. Bis bald. Ciao.